Der Cheftrainer möchte gerne auf euren Wunsch ein Fazit dieses Trainingslagers ziehen und ich bitte ihn jetzt um seine Worte. Können die Kamera mal schwenken, wie die Vollpfosten hier aussehen? Das ist ja nicht in Ordnung, dass mir immer denkt, ich wäre ein bisschen blöd, weil ich lache. Ja? Gut, was soll ich machen? Fazit? Ja. Nee, habe ich aber schon gemacht gestern. Ja, aber nicht bei allen. Ach so. Ja. Nee, ich bin sehr zufrieden gewesen mit den Dingen hier. Ist jetzt nicht neu. Hat es dem Stand gehalten, was wir gemacht haben, was wir machen wollten. Wir haben keine zusätzlichen verletzten Spieler. Das ist wichtig, weil wir die Umfänge, die wir trainiert haben, kann auch ein bisschen was passieren. Das ist nicht der Fall gewesen. Wir haben heute Morgen nur eine halbe Stunde Regenerationslauf gemacht, an dem jetzt Nuri, Sven Bender und mit Schlengereck nicht teilgenommen haben, weil sie heute Morgen anders belastet werden sollten. Sie waren oben und haben im Kraftraum ein bisschen gearbeitet. Wir werden morgen alle zur Verfügung stehen für das Spiel in Basel. Und damit sind wir genau an dem Punkt, an dem wir sein wollten, fünf Tage vor Leverkusen-Spiel. Ja, morgen gibt es wieder Test, klar. Aber wir haben danach noch fünf Tage und die wollen wir natürlich auch nutzen, um das Training noch wirken zu lassen, normalen Wochen ablaufen zu lassen in Dortmund, uns wieder ans Wetter zu gewöhnen. Und dann wird alles gut. Geht's noch mit dem Arm? Nee. Nee. Gibt es Fragen darüber hinaus? Bitte schön. Dann gerade steht alle zur Verfügung. Was ist der Gesundheitszustand von Lukas Barrios? Ja, also ich sehe, die hier die ganze Zeit trainiert haben, die meine ich natürlich. Und Lukas, das sieht richtig gut aus. Aber wir müssen auch Lukas auf die Rückrunde vorbereiten und nicht nur das Leverkusen-Spiel. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, ihn nach Dortmund zurückzuschicken. Er fliegt nicht mit nach Basel, um keinen Tag zu verlieren. Dann wird er in Dortmund morgen eine intensive Einheit haben. Ab Montag dann die Umfänge mit der Mannschaft trainieren. Inwieweit wir ihn dann noch mehr belasten müssen, werden wir sehen. Aber eigentlich sieht es jetzt gut aus. Er wird frisch. Ja, das kann man schon sagen. Nur halt, das wäre jetzt im Moment noch, wie lang. Und dieses, da müssen wir rangehen. Und dementsprechend ist im Moment alles möglich. Ich weiß, dass es für den Rest ist und bei Lukas sind also für mich auch übrigens, ob er in Leverkusen spielen kann oder nicht. Aber das ist die Frage, kann ich ja nicht beantworten. Ja, wir müssen einfach seinem Zustand Rechnung tragen und ihn auf die Rückrunde vorbereiten. Es sind 17 Spiele und nicht nur eins. Deswegen muss man ein bisschen mehr mit ihm machen. Ein paar Wörter über Leverkusen. Was für ein Spiel erwarten Sie? Ich hoffe, also wir werden gut spielen müssen, um in Leverkusen irgendwas machen zu können. Das ist normal, das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität bei Leverkusen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir können auch. Und ja, es wird ein sehr schweres Spiel, klar. Aber für einen Auftakt und Freitagabend einen Auftakt haben zu dürfen, das ist wirklich so der schönste Fußballzeitpunkt. Wir freuen uns sehr darauf. Und, ja. Ich würde mir das angucken, wenn ich nicht eh schon da wäre. Jürgen, ist schon irgendeine Entscheidung gefallen, wer Shinji Kagawa ersetzen kann in den möglicherweise ersten drei Spielen? Wer ersetzen kann, die Entscheidung ist schon angefallen. Wer ersetzen wird, die noch nicht. Also wir müssen jetzt einmal gucken. Wir sind wirklich ist auch nicht so lang die Vorbereitungszeit. Dementsprechend können wir jetzt auch nicht den Jungs, die nicht so häufig gespielt haben, noch die Spielpraxis verschaffen, die dann vielleicht notwendig wären, um Absichtspotenzial da zu zeigen. Klar, ich gehe mal davon aus, wenn Lukas kann, dann also so kann, dass er auch von Anfang an spielen kann, dann gibt es drei Leute im Moment, die dann direkt dafür in Frage kommen. Und wenn dann wie ein Robby vorne drin spielt, dann sind es noch zwei Leute. Und Zidane hat das nicht schlecht gemacht gegen Lens, in einem eher undankbaren Spiel. Hat das ordentlich gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was wir morgen hinkriegen. Ja. Wir wollen eigentlich viele Leute morgen doch relativ lang spielen lassen. Ja. Und dann sehen wir, wie wir uns entscheiden. Ich weiß heute wirklich nicht vor, mir darüber Gedanken zu machen, bevor ich genau weiß, will ich eigentlich zum Spiel. Wenn du von 3 in 2 sprichst, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die Tür für Tamás erstmal zu ist auf der Position. Nee, sie ist nicht zu für Tamás, aber es geht genau darum, dass wir, was ich gesagt habe, es geht ja um Spielpraxis zu haben oder nicht zu haben. Die hat sie dann zwar auch nicht, ja, aber wir haben jetzt eben entschieden, dass, dann, dass er da in der engeren Auswahl ist. Ja. Ich kann nicht drei Leuten versuchen, Spielpraxis zu geben und dann auf einer Position wohlgemerkt. Das ist ja so nicht möglich. Also ist die Vorentscheidung eigentlich erstmal gefallen. Das heißt, darüber hinaus geht aber nichts. Nach dem
Kreuzbandriss ist es ja immer wichtig, dass ein Spieler wieder zu der alten Dynamik zurückfindet. Welchen Eindruck hast du da bei Mohamed Zidane? Weil der lebt ja das gut. Körperlich ist das gut. Das ist eigentlich alles da. Er hat sich in der Anfangsphase, als er nach dem Kreuzbandriss zurückkam, ist jetzt schon eine Weile, dass er wieder trainiert, ein bisschen Probleme gehabt noch, sich daran wieder zu gewöhnen. Ein Kreuzbandknie schmerzt anders als ein anderes Knie. Wer das schon mal hatte, weiß das. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, da muss man sich dran gewöhnen. Der Prozess ist abgeschlossen. Körperlich fand ich, hat es auch in Lance und Trainingseinheiten sowieso schon gut ausgesehen. Dynamik, Spritzigkeit, was weiß ich, ob da ein paar Prozent fehlen oder nicht, das ist nicht so wichtig. Wenn er das spielt, dann muss es fußballerisch lösen. Und der Rest kommt dann auch von alleine. Auf welchem Punkt muss die Mannschaft aufpassen während der Rückrunde? Bauen wir mal eine Eurosport-Stunde voll. aufpassen müssen wir jede Woche auf jeden Gegner. Wir müssen darauf aufpassen, um es so zusammenzufassen, dass wir in der Rückrunde uns genauso verhalten wie in der Vorrunde. Was die Herangehensweise an Spiele angeht, was unsere Art zu spielen angeht. So, und wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch so Fußball spielen wie in der Vorrunde. Was nicht zwingend die gleichen Ergebnisse bedeutet, aber es bedeutet zumindest, dass wir dann gut sein werden. Und das ist die wichtigste Voraussetzung. Ja, ich darf nur sagen, die Presse. Entschuldigung, du hast noch eine Frage. Ja. Die Bayern haben sie ja nochmal verstärkt. Wie ist Gustavo? Was traust du denn zu? Was erwartest du denn von denen in der Rückrunde? Jetzt habe ich recht. Ja, einfach, dass sie natürlich mehr Punkte holen als in der Vorrunde. Das muss man Bayern, glaube ich, immer zutrauen. Das wird sehr wahrscheinlich auch passieren. Aber das ist nicht so wahnsinnig relevant für uns, was man Bayern zutraut, sondern es wird dann für uns interessant, wenn wir gegen Bayern spielen und was für Maßnahmen ergreifen wir. Den Rest können wir sowieso nicht beeinflussen. Also dementsprechend. Die werden gut sein, wie immer. Und ja, wir werden gucken, wofür das dann reicht am Ende. Das ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber wenn alle Miroklose und so weiter sind ja auch erst wieder jetzt fit geworden, so richtig, waren beide auch nicht dabei. Also Ribéry kommt richtig, dann Robben als Zugang sozusagen. Also das ist schon eine ordentliche Truppe, mit der kann man auch Fußball spielen, nehme ich mal an. Und mich interessiert nur das eine gegen uns. Dankeschön. Die Pressekonferenz zum Leverkusen-Spiel findet am Mittwoch statt. Da wir Freitag spielen, Mittwoch um 12 Uhr im Presseraum Signal Iduna Park. Herzlich willkommen. Ansonsten. Fahr schon mal los, Harry. Für die angenehme und faire Zusammenarbeit. Wir haben versucht, euch die Bedingungen so angenehm wie möglich zu machen. Ich finde, das ist gut gelungen. Es war auch aus meiner Sicht ein sehr angenehmes Trainingslager. Vielen Dank. Danke. Danke auch. Sehr. Ja. Haben wir das noch drauf? Ja.